Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Freitagabend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, bundesweit flächendeckend angelegte Geschwindigkeitskontrollen sind seit vielen Jahren ein Präventionsmittel der Polizei, über das man trefflich streiten könnte. Befürworter und Gegner halten sich dabei die Waage. Nun, eine Verkehrserziehung ist aber dringend notwendig. Aber was bringt es bei solchen Kontrollen? Was macht es für einen Sinn, diese vor allen Dingen anzumelden? Dazu sind wir heute mal aus dem Studio raus und hier bei der Polizei mit vor Ort, um das Ganze einfach mal mit zu beobachten und mal ein bisschen mit den Beamten über die Schulter zu schauen. Am Mittwoch wurden europaweit Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen durchgeführt. Solche Aktionen, die dann auch noch in den Medien angekündigt werden, sind seit jeher heiß umstritten. Von den 16 Bundesländern waren diesmal nur 8 an den Blitzermarathon beteiligt. Einige Bundesländer haben ihre Teilnahme bereits im letzten Jahr abgesagt, weil der geringe Nutzen der Blitzeraktion einen hohen Personaleinsatz und enormen Aufwand gegenüberstehe. Gegner wie der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. kritisieren solche Maßnahmen. Sie sehen in der Aktion eine enorme Verschwendung von Personalkapazitäten der Polizei und ein völlig falsches Signal an alle Autofahrer. Also ganz klar kann ich sagen, wir machen das ja nicht, um Geld zu haschen. Es geht schlicht und ergreifend darum, die Sicherheit im Straßenverkehr und die Normakzeptanz bei unserem Verkehrsteilnehmer wiederherzustellen. Es fahren viele Verkehrsteilnehmer zu schnell. Das merken wir, wenn wir die Verkehrskontrollen nicht vorher ankündigen. Und selbst heute, wo wir sie angekündigt haben, haben wir auch Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das heißt also, es ist gar nicht mal so schlecht und offensichtlich auch erforderlich. Dass eine solche Art der Verkehrserziehung nötig ist, belegen auch die Zahlen der Verkehrsunfälle. Neben überhöhter Geschwindigkeit ist meist auch ein zu geringer Sicherheitsabstand Auslöser für zahlreiche Verkehrsunfälle. Ja, das ist natürlich dringend notwendig, weil wir wollen Verkehrsunfälle verhindern. Und Prävention ist dann die beste Möglichkeit. Die Leute sehen, wir sind wieder vor Ort. Wir bauen den Verfolgungsdruck auf und das ist unsere Maßnahme. Dass bereits die Ankündigung bzw. das Wissen die Autofahrer beeinflusst, war am Mittwoch deutlich zu spüren. Die meisten fuhren merklich ruhiger und defensiver. Natürlich wurde die Aktion nicht nur auf der A9 durchgeführt. Also das ist ja eine europaweite Aktion, das heißt viele Länder aus Europa beteiligen sich dran, auch mehrere Bundesländer aus dem Bundesgebiet. Wir selber hier sind mit der Autobahnpolizei in Weißenfels, wir messen nur in unserem Zuständigkeitsbereich, das ist also der Burgenlandkreis, Saalekreis, Mansfeld-Südharz. Heute haben wir auf der A38 bereits 2 Messungen durchgeführt, jetzt hier auf der A9. Ja, Geschwindigkeitskontrollen kann man ja in verschiedenen Art und Weisen machen. Eine Möglichkeit ist auch, die Lkw-Fahrer herauszuziehen, in einer Verkehrskontrolle einzubinden. Und dort kann man ja die digitalen Kontrollgeräte entsprechend auslesen. Und dann sieht man ja, wenn ein Lkw-Fahrer zu schnell gefahren ist. Das ist auch eine Form von Geschwindigkeitskontrolle und Ahndung der Verstöße. Speziell bei unserem Dreh wurde aber nicht auf die Geschwindigkeit geachtet, sondern der Abstand der Fahrzeuge gemessen. Dazu waren unter anderem mehrere Kameras aufgebaut, die möglichen Abstandsverstöße aufzeichneten. Auf dem Messfeld wird durch einen Rechner ermittelt, wie schnell die Fahrzeuge fahren und welchen Abstand die haben. Und das wird durch uns auf eine Kassette aufgezeichnet und eine Fahrererkennung sozusagen, Kennzeichen und Fahrererkennung mit dazugefügt. Es wird tatabhängig aufgezeichnet, also nur Fahrzeuge, die tatsächlich auch zu wenig Abstand haben, werden festgehalten, alles andere nicht, also nur tatabhängige. Das Bildmaterial wird in der Dienststelle ausgewertet und elektronisch an die Bußgeldstelle versandt und in einem Zeitraum von einer Woche bis maximal 3 Monaten werden dann die Briefe verschickt. Ja, das ist ein Messgerät, was man für Geschwindigkeitskontrollen, aber auch für Abstandskontrollen benutzen kann. Das ist eines von 3 verschiedenen Techniken, die wir haben. Ja. Das ist geeicht, das ist natürlich gerichtsverwertbar. Das heißt, wenn die zu schnell gefahren sind, Widerspruch gegen ihren möglichen Bußgeldbescheid einlegen, geht es vor Gericht. Ja, und dann kann man das dann zeigen und dann
kann der Richter entsprechend entscheiden. Die aufgezeichneten Kassetten müssen 3 Jahre aufbewahrt werden. Und so lange kann man dann auch etwaigen Einsprüchen mit einem Bildnachweis entgegentreten. Staats- und Kulturminister Rainer Rubra ehrte am Montag im Naumburger Turbinenhaus die prämierten Architekturentwürfe zum Neubau des Landesweingutes Kloster Pforta. Dies und noch mehr, was los war hier bei uns in unserer Region, jetzt kurz und kompakt zusammengefasst. Die Sparkassen Fairplay Soccer-Tour ist seit vielen Jahren eine feste Größe auch im Burgenlandkreis. So machte die Tour am 18. April in Naumburg Station. Das ist eines der größten Jugendsozialprojekte in Deutschland. Und da machen wir jetzt hier gerade Stationen in Naumburg, in einem Turnierstandort von 7 Stück in Sachsen-Anhalt und haben hier gerade ein ganz tolles Turnier mit einer ganz tollen Beteiligung. Es sind jetzt 86 Mannschaften, das mal 4, also kommen wir so fast auf 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das entstand mal im Jahr 2000 in Thüringen. Gab es mal ein Projekt, wo man Kinder, Jugendliche von der Straße holen wollte und hat den Sport angeboten, spätabends. Und daraus ist dann mal eine Turnierserie entstanden und die ist immer größer geworden und jetzt ist sie zur erfolgreichsten Streetsoccer-Tour in Deutschland geworden. Die Tour ist in den 6 neuen Bundesländern unterwegs, hat aber auch Teilnehmer aus vielen der älteren Bundesländer. Also die sportliche Wertung, wir zählen ganz normal die Tore mit, vergeben 3 Punkte für Sieg und 1 Punkt für Unentschieden. Aber was ganz wichtig ist, wir haben auch eine zweite Fairplay-Bewertung dabei. Das heißt, die Kinder unterziehen sich der Bewertung und müssen sich da auch an gewisse Regeln halten, weil wenn sie zu unfair spielen und alle Fairplay-Punkte verlieren, verlieren sie automatisch auch sportlich. In Naumburg konnte sich für die nächste Runde in Dessau qualifiziert werden. Wenn man sich dann in Dessau bei dem Quali-Turnier für Sachsen-Anhalt unter den sportlichen oder fairsten Mannschaften befindet, kommt man dann zum großen Bundesfinale auf die Insel Rügen. Da sind so 3.000 bis 4.000 Leute dann da oben, mit denen wir dann ein ganz großes Fest da oben feiern. Das wird ganz toll. Die Sparkasse in Weißenfels ist nicht nur ein Haus des Geldes, von Zeit zu Zeit ist sie auch ein Haus der Kunst. Am 17. April wurde eine Ausstellung des Künstlers Harry Naumannen eröffnet. Der Finne ist Sportbegeisterten vom Floorball, dem UHC, bekannt. Maybe painting started when I was 12 or 13 or something like that. Of course I've been always drawing pictures and from the child already, but from 16 to 17 years old I started to get it more serious about painting and I went to the schools and that's basically. Inspirationsquellen können alles Mögliche sein. When you're walking somewhere or seeing something or you're reading something or listening music or watching movies, you get everywhere ideas. Wer Interesse an den Werken von Harry Naumannen hat, kann die Ausstellung bis zum 31. Mai zu den Geschäftszeiten der Sparkasse besuchen. Die Bilder können auch käuflich erworben werden. Wer noch mehr Bilder sehen möchte, kann den Floorballer direkt kontaktieren. Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet der Elektromobilitätstag der Weißenfelser Stadtwerke dieses Jahr am 5. Mai im Rahmen der Leislinger Autoschau statt. Die Parkflächen vor dem Einkaufszentrum Schöne Aussicht präsentieren sich dann als das größte Open-Air-Autohaus im Burgenlandkreis. Alle führenden Automobilhersteller stellen ihre neuen Produkte vor und geben Antworten auf die Frage, wie fahren wir morgen? Daneben wartet ein interessantes Rahmenprogramm mit Oldtimer-Präsentation und der Vorstellung von Organisationen wie zum Beispiel der Verkehrswacht, dem Deutschen Roten Kreuz oder den Feuerwehren auf die Besucher. Die Mitgliederversammlung des 1. FC Zeitz wählte vor einer Woche einen neuen Vorstand. Zu den ersten Beschlüssen zählte eine Erhöhung der Beiträge und die Aufnahme eines Wirtschaftsrates in die Satzung. Fortschritte gibt es auch beim Neubau der Heimspielstätte. Es ist zwar immer noch eine Baustelle, das Stadion, aber man erkennt schon ein kleines bisschen, wie das alles mal hier aussehen wird und sag mal, was für eine schmucke Sportstätte in Zeitz dann stehen wird, wenn die Bauarbeiten mal abgeschlossen sein werden. Ja, nach dem Sprecherturm, wenn der fertig ist, wird noch ein komplett neues Sanitärgebäude
errichtet, an der gleichen Stelle, wo das vorherige Gebäude stand. Da wurden die Bauarbeiten jetzt angefangen. Wir hoffen, dass das so schnell wie möglich fertiggestellt wird, weil wir vielleicht im nächsten Winter dann schon ordentliche Bedingungen haben zum Umziehen für die Mannschaften. Gibt es schon irgendeinen Zeitplan von der Stadt? Also man kann kein genaues Datum sagen. Wir sind ja auch hier nur Mieter des Geländes. Also da müsste man wirklich vielleicht die Stadt selber fragen, inwieweit da der Baufortschritt ist. Aber wir warten jetzt, sagen wir, jetzt das fünfte Jahr. Irgendwann muss es ja mal fertig sein. Jetzt haben wir lange genug drauf gewartet und wir sind eigentlich optimistisch, dass es jetzt in den nächsten Zügen ist und vielleicht spätestens in der übernächsten Fußballsaison wir dann hier im diesen Platz spielen können. Das Landesweingut Pforta bekommt einen Neubau, da die bisherigen Räumlichkeiten bei Bad Kösen nur unzureichend sind. Architekturbüros waren aufgefordert, Entwürfe zu erarbeiten, wie der neue Gebäudekomplex im Bereich Schulpforta, Kloster Pforta aussehen soll. Die besten Entwürfe wurden am 16. April im Naumburger Turbinenhaus prämiert und können noch einige Tage angeschaut werden. Es ist äußerst schwierig, im Kloster Pforta irgendetwas zu machen, weil das Kloster ein sehr hochrangiges Denkmal ist und in einem hochrangigen Denkmal etwas zu bauen, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Also es ist einmal außerhalb geplant worden, dann innerhalb geplant worden, dann wieder innerhalb und irgendwann war es dann so, wie es geworden ist, dass man in den Bereich der ehemaligen Gärtnerei mit dem neuen Bau weggehen wollte. Die Gebäude haben eine Multifunktionalität, da haben wir großen Wert drauf gelegt. Grundlegend ist natürlich der wichtigste Faktor die önologische Bearbeitung oder Verarbeitung der Trauben, die wir in dem Projekt auf 2,5 Ebenen umsetzen können, sodass wir auch ein Gefälle von oben nach unten haben, was unheimlich wichtig für eine schnelle, schonende Traubenverarbeitung auch für die Zukunft ist. Die schwierige Herausforderung war wirklich der Denkmalschutz. Und da gibt es verschiedene Varianten. Man kann sehr nahe am Denkmal, das waren die Scheunengebäude, dranbleiben. Das hat der zweite Entwurf versucht. Wir haben aber geglaubt, dass man doch etwas stärker eine Identifikation braucht, dass dieses Landesweingut eine eigene Adresse benötigt. Und deshalb ging die Liebe mehr zu dem ersten Entwurf hin, der dann auch bepreist worden ist. Der hat im Übrigen sehr schöne Höfe, also ist eine sehr schöne Hoffolge, die auch eine hohe Qualität hat. Und das sind einfach Aspekte, die für diesen Entwurf gesprochen haben. Wenn jetzt die letzten Würfel noch alle fallen, möchten wir 2021, das ist erklärtes Ziel, den ersten Herbst dort verarbeiten, also im Herbst 2021. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Reko Möbel. Wir bringen Farbe in ihr Leben. Am Sonntag, liebe Zuschauer, ist wieder Welterbe-Wandertag hier bei uns im Burgenlandkreis. Dann können Sie auf Schusters Rappen, ja, oder Perpedes unsere Region erkunden. Los geht's dabei um 10 Uhr am Naumburger Dom. Ja, dies und noch weitere Tipps für Ihre Freizeitgestaltung, die haben wir natürlich wieder für Sie zusammengetragen. Hier unsere Veranstaltungstipps. Am Samstag, den 21. April, lädt sie die diabetologische Schwerpunktpraxis von Dr. Carsten Milek wieder ganz herzlich zum nun bereits 20. Hunmolzner Diabetestag in das Bürgerhaus ein. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr werden wieder viele Firmen, die in irgendeiner Form mit Diabetes zu tun haben, vertreten sein, um sie umfassend über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.
Außerdem werden Ihnen Spezialuntersuchungen und Gesundheitschecks angeboten. Beginn ist um 9 Uhr. Wie auch schon in den vergangenen Jahren veranstaltet in diesem Jahr die Stadtverwaltung Zeitz mit der landeskirchlichen Gemeinschaft Zeitz einen gemeinschaftlichen Frühjahrsputz. Über 40 fleißige Helfer waren im letzten Jahr beim städtischen Subotnik dabei. Diese Zahl gilt es in diesem Jahr zu knacken. Start ist um 9 Uhr am Rathaus. Dort gibt es eine Einweisung und die Helfer werden auf die verschiedenen Gebiete aufgeteilt. Danach erfolgt die Ausgabe der Gerätschaften. Bis 12 Uhr heißt es dann putzen, putzen, damit die Elsterstadt wieder im vollen Glanz erstrahlen kann. Im Anschluss daran lädt die landeskirchliche Gemeinschaft Zeitz zum gemeinsamen Mittagessen in die Messerschmiedestraße 23 ein. Die Initiatoren freuen sich auf eine wunderbare Gemeinschaftsaktion. Seien auch Sie dabei. Am Sonntag, den 22. April, findet der mittlerweile 5. Welterbe-Wandertag statt. Treffpunkt ist 10 Uhr am Naumburger Dom. Der ist dann auch Start und Ziel des 5. Welterbe-Wandertages in Naumburg. Ausgehend vom Dom wird mit Gästeführern in verschiedenen Wander- und Radwandertouren die Kulturlandschaft erkundet. Schwerpunkt sind dabei die Klöster der Region. Als Klosterlandschaft an Saal und Unstrut sind sie Korrespondenzstandorte der Sonderausstellung Wissen und Macht, der heilige Benedikt und die Ottonen, die ab 7. Mai diesen Jahres im Kloster Memleben zu sehen sein wird. Anmeldung und weitere Informationen erhalten Sie unter 03 445 23 37 90 oder per E-Mail an info@saale-unstrut-tourismus.de. Ein Sportfest der SG Chemie Zeitz steht am Sonntag, den 22. April, für die jungen Sportler, ihren Freunden und Schulkameraden sowie Zeitzer Familien, die für ihren Nachwuchs noch eine sportliche Orientierung suchen, auf dem Programm. Das Angebot für Spaß, Sport und Spiel umfasst unter anderem Ballspiele, Kletterstangen, Bogenschießen sowie Lauf- und Geschicklichkeitsspiele. Dafür winken natürlich auch kleine Preise als Erinnerung an das Sportfest. Kleine und große Kinder bis zu einem Alter von etwa 12 Jahren können sich hier auslassen und ihr Geschick zeigen. Die Kinder sollten Turnschuhe und Sportbekleidung und ganz viel gute Laune mitbringen. Zur Betreuung der einzelnen Stationen stehen Sportler der SG Chemie bereit. Ebenso können Eltern das Gespräch mit erfahrenen Übungsleitern zur sportlichen Orientierung für ihre Kinder oder auch für sich selbst suchen. Die Sportgemeinschaft ist mit ihren Sportlern bei Wettkämpfen in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und auch deutschlandweit präsent und organisiert auch regelmäßig in ihren Sportarten anspruchsvolle Turniere und Wettkämpfe in Zeitz. War vielleicht nicht das Richtige dabei? Dann haben wir weitere Termine und Tipps auf unserer Webseite im Veranstaltungskalender für Sie parat. Ja, schauen Sie ganz einfach mal rein für den richtigen Durchblick. Da sorgen normalerweise saubere Fenster. Mit der richtigen Technik sind diese auch schnell geputzt. Doch wehe, Sie haben Kratzer oder sogar einen Sprung, dann muss ein neues Fenster her. Doch das ist bei alten Fenstern, wie zum Beispiel beim Naumburger Dom, gar nicht so einfach. Hier müssen Spezialisten ran und denen schaute mein Kollege Michael Turm dabei mal über die Schulter. Glück und Glas, wie leicht bricht das, heißt es im Volksmund. Damit das historische Glas der Fenster im Naumburger Dom nicht bricht, fanden sich glücklicherweise zahlreiche Förderer, die die Restaurierung und Konservierung der Bleiglasfenster finanzieren. Am 12. April wurden diese vor Ort über den aktuellen Stand umfangreich informiert. Wir hatten heute ein Treffen mit dem wissenschaftlichen Beirat und im Anschluss mit den Förderern und der Presse. Letztlich eine Art Startschuss für das große Restaurierungsprojekt der Fenster des Westchores und anschließend auch des Ostchores. Ein Projekt, das von seinem Umfang eine Gesamtsumme von ca. 2 Millionen Euro umfasst und von seiner wissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Bedeutsamkeit ein sehr hoch zu verorten ist. Die Fenster im Naumburger Dom stammen ja aus der Zeit um 1250. Und über diese 750 Jahre, die seitdem vergangen sind, haben die relativ große Schäden bekommen.
Allein schon durch Kriegseinwirkungen sind immer wieder Teile kaputt gegangen, aber dann vor allem durch den sauren Regen und die Luftverschmutzung ab der industriellen Revolution. Also die Zeit so zwischen 1850 und vielleicht 1990. Durch die starke Luftverschmutzung sind diese Glasoberflächen stark angegriffen worden. Die Scheiben werden dadurch dunkel, sie werden undurchsichtig und sie verlieren immer mehr von ihrer Brillanz. Also es war jetzt höchste Zeit, da einzugreifen, damit sie nicht noch weiter kaputt gehen. Wir haben ein internationales Team bilden können mit Restauratoren, die an Fachhochschulen ausgebildet worden sind, an allen drei europäischen, nämlich in Antwerpen, in Erfurt und in York. Und von jeder dieser Hochschulen haben wir praktisch Absolventen für die Restaurierung bekommen und natürlich eine ganze Anzahl von Mitstreitern, die einerseits untersuchen, wie bisherige Restaurierungsmittel sich entwickelt haben, sodass wir eine Sicherheit bekommen, was wir einsetzen können an diesen Materialien. Und natürlich auch die Frage, wie wir die Fenster von außen schützen können durch die Schutzverglasung. Hier läuft ein DBU-Projekt über UV-sicheres Glas, das dann auch anwendbar ist für alle weiteren Projekte ähnlicher Art. Es wurde seit dem Mittelalter die Farbe im Glas selbst erzeugt. Also man hat farbige Gläser benutzt und hat die mit schwarzer Farbe bemalt. Diese Farbe wurde dann bei ungefähr 600 Grad eingebrannt und damit wurde sie auch witterungs- und wasserbeständig. Mit dieser historischen Methode der Glasmalerei muss natürlich jede Farbe von der anderen durch ein Blei getrennt werden. Deswegen hat so ein Glasfeld auch ganz viele Unterteilungen. Gelb wird von Rot getrennt, Rot von Blau und Grün und nur die schwarze Linie wird eben gemalt und eingebrannt. So as a conservator, you have to know how to look after your artwork. So I'm trying to be too self-conscious. You have to understand the impact of not doing anything to your artwork and also the impact of what you might do. And glass conservation, as well as being beautiful, it has a fascinating range of opportunities of things that can have happened to the glass and different solutions to find. Es ist technologisch nicht einfach. Man muss die Ofensteuerung ganz gut beherrschen. Wenn das Glas zu heiß gebrannt wird, dann verformt es sich. Wenn es zu kalt gebrannt wird, dann haftet die Malfarbe nicht mehr auf dem Glas. Heute können wir das natürlich mit einer Computersteuerung machen. Aber im Mittelalter konnte man das nur durch Erfahrung. Die Öfen waren ja holzgefeuert, mit Buchenholz normalerweise. Und der Maler musste so erfahren sein, dass er weiß, jetzt habe ich 600 Grad erreicht, jetzt muss ich aufhören zu heizen. Und das ist schon technologisch ziemlich kompliziert. Das macht die Restaurierung und Konservierung entsprechend aufwendig. Wir arbeiten mit Mikroskopen. Eigentlich kann man eine Reinigung oder eine Trennung dieser Schichten nur unter dem Mikroskop vornehmen. Das heißt also, wenn die Reinigung stattfindet, das macht man meistens mit dem Skalpell, man legt Schicht für Schicht frei, muss man unter dem Mikroskop beobachten. Sobald man auf die Malerei kommt, auf das Schwarzlot, dann muss man stoppen. Dafür braucht man ein gutes und geübtes Auge. Deswegen haben wir ja auch hier professionelle Glasrestauratoren. There are certain phenomena or certain things that we find on this particular project that we maybe don't find on other glass. So the glass itself, it has different levels of corrosion and it has different problems with paint loss, but you see this in glass from other periods. But what's interesting here is the different acrylates and the different consolidation methods that previous restorers have used. And those have then aged. Es ist eine Sisyphusarbeit. Ich meine, so eine Scheibe, wie sie hinter mir ist, da arbeitet man schon etliche Wochen dran, um das auch nur zu reinigen. Und dann gibt es ja noch viele andere Arbeitsschritte, die daran zu tun sind. Einige der Fenster stammen nicht aus dem 13. Jahrhundert, sondern aus dem 19. Die Scheiben von 1875 sind keine Kopien, denn die hatten damals schon Fehlstellen vorgefunden. Das heißt, die wussten nicht genau, was an der Stelle war. Es war damals allerdings ein sehr, sehr guter Leiter dieser Maßnahme. Das war der Architekt Memminger. Der hat zusammen mit dem Glasmaler Franke diese Ergänzung 1875 gemacht. Und die haben Recherchen gemacht über die Ikonografie der Fenster. Also die Reste, die drin waren, haben sich überlegt, wie gehören die denn zusammen? Und das gibt ja eine Struktur, das gibt ja ein ganzes Gesamtbild. Und was fehlt denn da noch? Das heißt, die haben ihre Ergänzungen inhaltlich korrekt hinzugefügt, aber von der Gestaltung her hatten sie keine Vorlage. Das haben sie erfunden. Ähnlich will man bei den fehlenden Gesichtern bei der Restaurierung vorgehen.
Viele Felder haben noch ihre originalen Gesichter von 1250, aber andere Heiligendarstellungen, die haben Gesichter aus der Zeit von 1875. Und aus dieser Zeit gab es ein technologisches Problem, was wir bis heute hier haben. Die Glasmalfarbe haftet nicht gut auf dem Glas. Die ging verloren und dadurch ist das Glas heute blank. Das heißt, die Hautfarbe ist zwar noch da, aber die Zeichnungen Nase, Ohren, Mund sind verloren. Und das empfindet jeder Besucher als sehr störend, weil ein Kopf, der keine Augen hat, ist kein Kopf mehr. Das heißt, dort werden wir eingreifen und das wird auch über Retuschen dann verändert werden. Es gibt die originalen Kartons von 1875. Also man hat so ein Fenster immer zuerst auf Papier gezeichnet und dann hat man das, was auf dem Papier war, aufs Glas übertragen. Und diese Papiervorlage, die haben wir noch, die liegt im Archiv hier bei den Domstiftern. Wir können diese Papierversion sozusagen aufs Glas wieder zurückübertragen. Haben dann allerdings das Bild von 1875. Es wäre ja aber auch schön, manchmal näher an den Stil von 1250, also den ersten Stil, heranzukommen. Also wir werden da sicherlich noch ein bisschen experimentieren müssen und auch mit der Denkmalpflege das genau abstimmen, wie wir das machen. Die Besonderheit der Naumburger Fenster ist, dass sie eben sich so sehr in ein Konzept, ein Gesamtkonzept von Architektur und Skulptur hineinbewegen. Also die Stifterfiguren gehören ja dazu, der Lettner, ein theologisches Gesamtprogramm. Und die stilistische Beeinflussung von Skulptur und Glasmalerei ist hier in einer Art vorhanden, dass man eben ein planendes Gesamthirn, einen Hauptbaumeister vermuten kann, eben diesen Naumburger Meister, der das Rückgrat unseres Welterbeverfahrens darstellt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Restaurierung bis 2020 abgeschlossen sein wird. Smart. Hände an Steuer, Augen auf die Straße. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Kommen wir zum Sport hier bei uns im Burgenlandkreis. Spannung hoch 3 herrscht am Wochenende in der Stadthalle Weißenfels. Denn die Damen und Herren des UHC spielen um die deutsche Meisterschaft. Los geht's ab 15 Uhr für die Damen und 18 Uhr für die Herren. Weitere Spielansetzungen folgen jetzt in unserem Sportblick fürs Wochenende. Der Sport bei BLK Regional wird Ihnen präsentiert vom Mercedes-Benz-Autohaus Sängerkraft in Weißenfels. Mit dem Haldensleber SC begrüßt der SV Blau-Weiß-Zobau eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller auf heimischen Rasen. Ein Spiel, das auf alle Fälle gewonnen werden sollte, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Anpfiff ist um 15 Uhr. Der 25. Spieltag in der Landesliga und der 1. FC Weißenfels hat den SV Braunsbedra zu Gast. Die Saalestädter, wieder auf Platz 3 heruntergerutscht, bleiben dennoch in der Favoritenrolle. Die Gäste belegen derzeit Rang 9. Der SC Naumburg, am letzten Freitag Bezwinger der Saalestädter, reist nach Köthen und dort tritt er gegen den Tabellenelften an. Die Domstädter rangieren auf Platz 8. Los geht's um 15 Uhr. In der Landesklasse begrüßt die zweite Mannschaft des SV Blau-Weiß-Zobau den SV Wacker Wengelsdorf. Anpfiff ist hierbei schon um 12.30 Uhr.
Der SV Groß Grimma hat Güntersdorf zu Gast und Rot-Weiß-Weißenfels spielt am Samstag gegen den BSC 99 Laucha. Der erste FC Zeitz tritt an diesem Wochenende gegen die SG Buna Halle Neustadt an. Und die zweite Mannschaft des FC Weißenfels und die Freiburger reisen jeweils zu Auswärtsspielen nach Gröbers und Spora. Anpfiff ist um 15 Uhr. In der Handballverbandsliga steht der Weißenfelser HV 91 am Samstag auf heimischem Parkett und tritt gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg Piesteritz an. Die Saalestädter haben damit den Tabellenersten in der Halle und möchten ihm natürlich als Achtplatzierter ein gutes Spiel liefern. Die Saison 2017-18 befindet sich bei den Floorballern auf der Zielgeraden. Nach dem Pokalsieg der Herren am 18. März in Berlin-Charlottenburg hat sich der UHC eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet. Sie schafften am letzten Wochenende in Hamburg den ersten Schritt, um das Halbfinale für sich zu entscheiden. Um den Sack zumachen zu können, müssen sie am Samstag um 15 Uhr den ETV Hamburg ein weiteres Mal schlagen. Diesmal auf heimischem Parkett. Sollte das ihnen nicht gelingen, kommt es am Sonntag um 16 Uhr zum Entscheidungsspiel. Die Damen des UHC sind da schon einen Schritt weiter. Sie stehen bereits im Finale und haben aber das erste von drei Spielen verloren. Sie müssen am Samstag um 18 Uhr unbedingt punkten und über den MFBC Grimma siegen. Dann haben sie die Chance, am Sonntag um 13 Uhr abermals um den deutschen Meistertitel zu kämpfen. Der Sport bei BLK Regional. So dynamisch und vielfältig wie die Fahrzeuge aus dem Mercedes-Benz Autohaus Sängerkraft in Weißenfels. Natürlich schauen wir heute auch noch aufs Wetter, so wie gewohnt und in unseren Bauernkalender. Über das Wetter konnten wir uns die letzten Tage ja nicht beklagen. Ja, wir mussten leider arbeiten und konnten die Sonne und die Wärme gar nicht so genießen, wie wir es gerne gemocht hätten. Ja, die Regel in unserem Bauernkalender, die lautet dieses Mal: Jeder warme Frühlingsregen kommt der Pflanze wohl gelegen. Ja, ich hoffe mal, dass sich der Regen am Wochenende fernhält, dass wir und Sie ja das Wochenende bei strahlendem Sonnenschein genießen können. Schauen wir mal, wie es in den nächsten drei Tagen mit dem Wetter aussieht. Am Samstag gibt es nur wenige Wolken und die Sonne kann ungehindert scheinen. Niederschlag wird nicht erwartet. Die Temperatur liegt bei 20 bis 22 Grad. Es weht ein schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 4 Grad. Es weht ein schwacher Nordwestwind. Am Sonntag ist es überwiegend heiter und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind um Nordost. In der Nacht zum Montag wird sich die Bewölkung verdichten und es ist örtlich mit Niederschlag zu rechnen. Die Quecksilbersäule fällt auf 11 bis 8 Grad und es weht ein schwacher auf Südwest drehender Wind. Am Montag wird es wechselnd bewölkt sein, im Tagesverlauf nimmt aber die örtliche Gewitterneigung zu. Die Tageshöchstwerte liegen bei 20 Grad. Damit, liebe Zuschauer, sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren interessante Themen mit dabei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Dienstagabend. Dann unter anderem natürlich wieder mit unserem Sportblick vom Wochenende. Haben Sie jetzt ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Bis zum Dienstag. Tschüss.